Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem April-Haul. Ich hoffe, es geht euch soweit gut, ihr seid gesund. Bei mir ist soweit alles in Ordnung. Es gab leider einen tierischen Trauerfall in unserer Familie letzte Woche. Aber dazu komme ich später nochmal, wenn ich was euch zeige. Ansonsten habe ich gefühlt so viel gekauft. Gefühlt jede Woche bei Shop Disney bestellt. Entweder gab es dann hier die Minnie Mouse Attraction Collection, das ist echt ein Zungenbrecher, Kollektion oder neuen Spirit Jersey oder ein Schlüssel. Es kommt ja gefühlt jetzt jede Woche neuer Schlüssel raus, aber dazu komme ich auch nochmal gleich. Und ich war ja nicht im Disneyland, aber gefühlt habe ich noch mehr Sachen, als wenn ich ins Disneyland fahren würde. Aber klar, Disney versucht jetzt Geld zu machen während der Corona-Krise, irgendwie Geld reinzuholen. Und deswegen ballern sie alles in den Online-Shop und ja, ich blöde Kuh. Kauf's dann auch noch. Aber ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mit Zara. Ja, mir kam der April auch sehr lang vor irgendwie, weil ich so viel angesammelt hatte. Und dann dachte ich, ich sammle das ja immer so in einer Ecke. Und dann dachte ich mir, echt, das hast du noch im April gekauft? Das kam mir viel länger vor. Aber irgendwie hat sich das so angesammelt. Naja, kommen wir zu Zara. Ich habe mir einmal dieses Kleid bestellt, was ich finde nicht wirklich von der Länge her ist wie ein Kleid. Deswegen, das seht ihr auch beim Try-On, habe ich mir hier unten Spitze angenäht. Das gehört nämlich nicht zum Kleid dazu. Aber wenn ich da nicht dran genäht hätte, ging mir das Kleid gerade mal unter den Hintern. Und ich mag ja Kleider, aber nicht so kurze. Und deswegen dachte ich mir, komm, du kannst ja nähen, nähste dir unten Spitze an. Weil ansonsten finde ich es wirklich sehr schön mit diesen Oldschool-Filmplakaten, die überall hier verteilt sind. Ihr habt Dumbo, Bambi. Ich habe ja auch so einen ähnlichen Rock, den habe ich auch schon mal in meinem anderen Haul gezeigt. Und ja, Aristocats haben wir hier, Susi und Strolch, Dumbo, Mickey Mouse. Also alle möglichen Filmplakate, Oldschool-Filmplakate. Und deswegen finde ich das Kleid sehr schön. Deswegen wollte ich es wirklich behalten, aber mir war es dann zu kurz. Ich weiß, dass die liebe Jessie dazu eine Leggings anzieht. Das ging dann auch. Aber ich finde so mit neutralen Strumpfhosen und Sneaker sieht das nämlich auch ganz gut aus. Und das Kleid hat 18 Euro gekostet. Dann das zweite Teil, was ich mir bestellt habe, das ist auch schon gefühlt ewig her, ist dieser Pullover. Wenn es die Links noch oder die Sachen noch online gibt, packe ich euch wie immer die Links unten in die Infobox. Also als zweites habe ich mir diesen Pullover hier gekauft. Der hat 30 Euro gekostet, die haben ein bisschen teurer. Aber ich finde ihn ganz süß hier mit Mickey an den Ärmeln. Und hier nochmal Mickey auf dem... Ne, das ist Minnie. Genau, und die küssen sich im Prinzip, wenn man beide Ärmel... Ich hoffe, das kann man sehen. Da. Und hinten ist er gelb. Also alle Mickey Mouse Farben sind vertreten. Und hier hinten steht noch A kiss in midstream makes true your day dream. Packer ab, Minnie. Das Zitat kenne ich jetzt nicht, aber hat wohl mal Minnie gesagt zu Mickey. Ja, also ich finde ihn sehr schön und der hat 30 Euro gekostet. Dann, wenn ihr mir fleißig auf Instagram folgt, habt ihr bereits diese Schuhe gesehen. Die habe ich nämlich dort gezeigt. Die sind von Zalando gewesen und es gab auch sehr viele, die sie danach gekauft haben, weil sie so günstig waren. Und zwar diese zwei Paar, die haben jeweils 25 Euro gekostet. Und ich habe natürlich beide Paare behalten, obwohl ich genug Schuhe habe mit Disney, aber für 25 Euro. Aber ich muss sagen, schwarze habe ich noch nicht so viele, deswegen musste ich die behalten. Die haben weiß-goldene Mickey-Köpfe überall. Und das andere Paar sind im Prinzip, die sehen aus wie Chucks, muss ich sagen, also von Converse. Aber sind sie natürlich nicht und sind wesentlich günstiger gewesen. Und hier habt ihr an der Seite nur Mickey und Co. stehen. Und die sind super dezent auch für den Alltag und für die Arbeit. Und deswegen habe ich einfach beide behalten. Ich glaube, Shop Disney mache ich am Schluss, weil das am meisten ist. Wie gesagt, gefühlt jede Woche was Neues bestellt. Und jetzt wird auch wieder nächste Woche bestellt, weil der Star Wars Schlüssel rauskommt. Und dann gab es den Elsa Schlüssel. Den habe ich jetzt nicht selbst bestellt, aber jemand anders aus meiner Community. Und die schickt mir den jetzt zu und ja, im Prinzip musste ich dann keine neue Bestellung aufgeben. Weil es mich wirklich genervt hat mit diesen Shop Disney Bestellungen, weil gefühlt einmal habe ich sogar zweimal pro Woche bestellt. Weil am Samstag kam, ach, ich habe die Ohren am Anfang vergessen zu erwähnen. Ups, das Wichtigste am Anfang habe ich vergessen zu erwähnen, was ich sonst immer mache beim Haul. Das ist mir irgendwie heute durch die Lappen gegangen.
Es tut mir leid, natürlich habe ich die Small World Urn ergattert. Ja, ich hatte wieder Glück bei der Minnie Mouse Attraction Collection. Ich habe die Small World Urn bekommen und bin sehr froh darüber, weil die Kollektion dann weitergeführt wird. Und ich möchte wieder, wie gesagt, versuchen, das ganze Jahr die Urn zu bekommen. Und diesen Monat war ich wieder eine sehr glückliche Moni Maus, denn ich habe die Urn bekommen. Ich hätte eigentlich noch im Nachhinein die Bauchtasche gern mitbestellt. Aber irgendwie habe ich mich davor nicht entscheiden können, ob ich sie will oder nicht. Und dann war es zu spät. Und dann habe ich sie nicht mitbestellt, aber ich werde es überleben. Ich habe ja genug Taschen und Bauchtaschen. Und als zweites, was ich euch eigentlich auch noch zeigen wollte am Anfang, oh, mir ist total durch die Lappen gegangen, ist dieser tolle Hoodie. Den hat der Daniel, der Disney Dreamer, der Pin Collector, wenn ihr ihn von Instagram kennt, selbst kreiert. Also nicht den Pulli selbst genäht, sondern die haben wir bestellt und wir wollten die eigentlich alle aus unserer Disney Community im März zum Jahreskarten-Event tragen, damit wir alle einen einheitlichen Look haben. Natürlich hatte jeder eine andere Farbe und dann hat sich der Daniel eine kleine Überraschung für uns ausgedacht und die jeweils entweder bedruckt oder gebleicht oder bemalt. Und deswegen wollte ich den jetzt auch anziehen bei dem Haul, weil er wirklich ganz besonders ist. Er ist handgemacht und ich finde ihn ganz toll. Und ich kann es kaum erwarten, es mit den anderen den Pulli zu tragen. Wann es sein wird, wissen wir ja leider noch nicht. Und so lange müssen wir uns gedulden und ihn einfach zu Hause tragen. Oh, ihr müsst mir entschuldigen, dass ich das am Anfang mit den Ohren vergessen habe. Ich wollte das eigentlich direkt sagen, wie immer, aber irgendwie war ich dann durch den Wind, als ich das mit dem tierischen Trauerfall erzählt habe. Und dann habe ich einfach losgelegt, damit ich da nicht mehr drüber nachdenken muss. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil ich euch jetzt auch noch gleich ein paar Sachen zeige, die mir die liebe Britta aus dem Primark mitgebracht hat also ich weiß gar nicht, wann sie da war. Sie hätte es mir eigentlich zum Run Weekend im Mai mitgebracht, die Sachen. Zum Glück, muss man jetzt sagen, hat sie es mir jetzt vorher geschickt und der Run hat nicht stattgefunden, weil sonst wäre es leider zu spät gewesen. Ich muss jetzt aufpassen. Schluck. Genau, letzte Woche ist einer meiner Hunde leider verstorben, plötzlich. Ja, sie war herzkrank und auch nicht mehr die jüngste. Sie war 10. Und ja, wir wissen nicht, woran es lag. Sie lag einfach morgens auf dem Boden. Meine Mutter hat sie dort entdeckt. Ja, also. Tief durchatmen. Ich wollte eigentlich nicht vor der Kamera weinen. Naja, auf jeden Fall, ja, war es nicht schwer. Was war es schwer für mich und für meine Familie und mich? Der Esel nennt sich immer zuerst. Und genau. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, ist, die Britta war im Primark und da gab es ja die Hundekollektion, als die Primarks noch offen hatten. Heißt das Primark? Primarks? Ist auch eigentlich ganz egal. Auf jeden Fall hat sie mir dann ein paar Sachen mitgebracht und zwar zweimal die Schüsseln, einmal Mickey und einmal Minnie. Der Grund war, dass ich, wie gesagt, ein Männchen und ein Weibchen hatte. Das Weibchen ist jetzt leider ja nicht mehr bei uns. Und deswegen wollte ich eigentlich beide Schüsseln haben, aber jetzt kann man halt einmal für Wasser und einmal für Futter für den, ja, für den anderen dann also hinstellen. Also die wollte ich auch bei mir behalten zu Hause. Ich habe die ja auch manchmal bei mir zu Hause zu Besuch. Nenne ich sie ihn jetzt. Ach, das wird mir immer noch so schwer von Plural zu einem Hund. Überzugehen. Schüsseln kosten 7 Euro pro Schüssel. Dann hat sie mir noch diese Jacke hier gekauft für Hunde. Und ihr habt die Bilder bestimmt auch auf Instagram gesehen, wenn ihr mir folgt. Ich hatte dann noch vor 2, 3 Wochen dann mit meiner Mutter waren wir im Wald spazieren und hatten noch ein kleines Fotoshooting gemacht mit beiden Hunden. Und ich blende euch jetzt auch noch ein Bild von der Kleinen ein. Und ja, das war dann noch Zeit. Also, es hat dann noch alles funktioniert mit dem Fotoshooting. Weil, wie gesagt, wenn Britta mir die Sachen erst am Run-Weekend gegeben hätte, dann wäre es zu spät gewesen. Ja, und das Outfit hat 12 Euro gekostet. Ich wollte gar nicht so emotional sein, aber es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden. Und dann haben wir noch ein süßes Hundekörbchen in Mini Mickey Mouse Style und das hatte 17 Euro gekostet.
Und das wird dann auch für den Kleinen dann hier auf ihn warten, wenn er dann wieder mal zu Besuch kommt. Einmal tief durchgeatmet, etwas getrunken, jetzt kann es weitergehen. Ich habe ganz tolle Ohren zugeschickt bekommen von der lieben Lisa. Ich packe euch auch den Link unten in die Infobox von ihrem Etsy-Shop und auch von ihrem Instagram-Account. Denn ihr könnt diese Ohren bei ihr bestellen. Ich packe euch hier auch den Rabattcode ein, den ich für euch habe, für diese tollen Ohren. Die hat auch verschiedene Designs. Sie hat, wie gesagt, das sind jetzt 3D-Ohren. Die hat auch verschiedene Motive mit dem Schloss. Sie kann euren Namen da reinmachen. Also schaut einfach mal bei ihrem Shop vorbei. Macht auch mit Schleifen oder mit Blumen. Ich fand jetzt mal Blumen eine andere Variante. Finde sie auch sehr hübsch, muss ich sagen. Sind einer meiner Lieblingsohren bis mittlerweile. Ich habe sie schon sehr gern getragen. Sie sind sehr bequem. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch ein besonderes Paar Ohren aussuchen wollt, schaut mal bei ihr vorbei. Bleiben wir bei Ohren. Die Britta hat mir noch in diesem Hundepaket noch eine kleine Überraschung reingepackt, die ich am Anfang übersehen hatte. Die hat mir nämlich schon ein paar Ohren genäht, wo ich gesagt habe, oh, die hätte ich auch gerne. Man, da hat sie ja gemacht, ja, aber sie hat nicht mehr genug Material für die Ohren. Da dachte ich, oh, schade. Und dann hat sie, glaube ich, ein Bild gepostet auf Instagram mit den Ohren. Da habe ich gesagt, oh, die möchte ich auch so gerne haben. Da schreibt sie mir, hä, die war noch bei dir im Paket drin. Ich so, was? Da waren Ohren drin? Ja, die waren eingewickelt in Papier. Oh, zum Glück war der Karton noch auf dem Dachboden und nicht im Altpapier. Das wäre nämlich blöd gewesen, weil sie hat die Ohren so gut versteckt, dass ich sie nicht gefunden habe. Und sie hat mir natürlich auch nichts gesagt von den Ohren. Und dann habe ich sie noch gefunden, oben im Karton, im Altpapier. Und zwar diese wunderschönen Aurora-Ohren. Das sind mein erstes Paar Aurora-Ohren und ich finde sie wirklich so schön, auch mit den Blumen. Ich habe das irgendwie mit den Blumen jetzt an den Ohren und mit einer kleinen Krone. Und ich muss sagen, ich bin wirklich verliebt in diese Ohren und ich danke dir, Britta, dass du mir diese tollen Ohren dazugelegt hast. Ich packe euch auch mal den Link von der Britta, also ihren Instagram-Namen unten in die Infobox. Da könnt ihr bei ihr auch mal vorbeischauen, weil die macht sehr, sehr schöne und sehr spezielle Ohren. Also sie bastelt und ist super kreativ. Ja, irgendwie wird der Haul wieder sehr lang. Es tut mir leid, aber irgendwie war der April wieder sehr shoppingreich. Corona sei Dank. Man ist zu Hause und guckt durch verschiedene Online-Shops und die Shops packen jetzt auch irgendwie alles rein und wollen alles verkaufen. Und ich bin halt so jemand, der kauft dann das, was mir dann sehr gut gefällt. Naja, auf jeden Fall kommen wir weiter. Jetzt machen wir weiter mit EMP und mit Baby Yoda. Den habe ich vor, ich weiß gar nicht wann, vor Monaten mal vorbestellt bei EMP. Da gab es den Funko Pop als Vorbestellung. Und ja, jetzt wurde mir endlich geliefert. Der hat 13 Euro gekostet. Und schaut mal, wie süß der Kopf wackelt. Also ich glaube, mit Baby Yoda gehe ich auch noch pleite. So viele Sachen. Jetzt Rucksäcke kommen und neuer Funko, den habe ich jetzt gestern vorbestellt. Ja. Aber schaut mal, ist der nicht süß. Ich könnte mir den ganzen Tag angucken, wie er das mit seinem Kopf wackelt. Ich habe mir schon überlegt, ihn ins Auto zu kleben. Weil, wisst ihr, wie so früher diese Wackel-Dackel-Hunde gab, so im Auto? Wollte ich den jetzt hier vielleicht so vorne hinkleben und dann beim Fahren, dann wackelt er die ganze Zeit mit dem Kopf. Aber ich habe dann Angst, dass der Kopf dann irgendwann die Feder, die da drin ist, irgendwann kaputt geht. Aber der ist so süß. Baby Yoda. Ja, die erste Staffel ist jetzt, also wenn ihr das Video seht oder hochgeladen habt, dann ist die erste Staffel vorbei. Könnt ihr mal unten kommentieren, wie ihr die erste Staffel fandet, wenn ihr sie gesehen habt. Ich habe sie ja vorher schon auf Englisch gesehen und auch, ja, habe sie jetzt nochmal auf Deutsch geguckt. Und ich kann es kaum erwarten auf Staffel 2 und Staffel 3 wurde auch bereits angekündigt. Naja, machen wir weiter mit EMP und zwar habe ich mir einmal dieses Cinderella-Kleid gekauft. Es ist relativ neutral. Ihr habt hier vorne nur Never Stop Dreaming, den Spruch. An den Ärmeln habt ihr nichts. Und unten ist halt nur so eine kleine Bordüre mit dem Schloss und der Kutsche. Und ich muss sagen, es ist sehr süß. Und es gibt ja auch zurzeit irgendwie gefühlt Millionen Cinderella-Sachen, die jetzt erscheinen zum 70. Geburtstag. Und genau, das Kleid habe ich mir bei EMP gekauft. Es gab in den letzten Wochen so viele Rabattaktionen bei EMP, Mitternachts-Sale und weiß der Geier. Und dann habe ich am Ende für das Kleid 32 Euro bezahlt. Dann habe ich mir noch zwei Accessoires bei EMP dazugekauft von der Cinderella-Kollektion. Einmal diese Spange. Ich mache euch ein Bild von der Spange, da seht ihr das besser.
Für die Haare, die hat 8,50 € gekostet. Das kann man dann, wenn man so ein Bounding macht, hinten in die Haare klipsen. Finde ich ganz süß. Und dann dieses Set von Ohrringen. Auch zum Bounding oder zum Kleid. Da habt ihr dann die, da mache ich auch noch mal ein Foto. Da habt ihr die Schuhe, eine Kutsche und auch mal hier den Schlüssel. Und die Ohrringe haben, jetzt muss ich auf meinen Zettel spicken. Jetzt habe ich es gefunden in meiner Liste. 10 € haben die das Set von den Ohrringen gekostet. Finde ich ganz gut. Und hier oben habt ihr so ein Earcuff-Set. Also da macht ihr das hier oben so dran. Finde ich irgendwie auch mal sehr besonders. Und ja, ich werde demnächst auch mal das Kleid mit den ganzen Sachen zusammen anziehen. Das sieht bestimmt dann sehr gut aus. Ja, bleiben wir beim Thema Cinderella. Da gab es ja von Loungefly auch eine Kollektion jetzt letzten Monat. Oh. Schaut euch diesen wundervollen, super kitschigen Rucksack an. Also, er ist schon super, super kitschig. Aber irgendwie finde ich ihn super süß. Die Handtasche, es gab noch eine Handtasche zu dieser Kollektion. Die fand ich jetzt nicht so passend zu mir, weil erstens war sie mir noch kitschiger. Und im Alltag würde ich sie jetzt auch nicht so anziehen. Die hatte so einen Perlengriff und so. Das war mir dann doch ein Ticken too much. Den würde ich trotzdem im Alltag anziehen, auch wenn er schon sehr kitschig ist. Ihr habt hier die Mäuse von Cinderella, die Vögel. Was ich auch liebe ist, Daniel würde jetzt sagen, Absperrband. Der hat sich über die Sachen immer lustig gemacht, weil er die so schräg fand mit diesem Maßband. Das ist ja eigentlich, aber er hat dazu gesagt, Absperrband. Und das ist halt dieses Detailgetreue, weil die Mäuse ja schneidern für Cinderella das Kleid im Film. Und deswegen das Maßband, deswegen fand ich das ganz süß. Und innen drin, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist es so türkis und da steht Cinderella 70 Jahre. Was der Rucksack gekostet hat, der hat mit Rabattcode 68 € gekostet. Und dann passend dazu gab es das Portemonnaie. Das hat 43 € gekostet. Ja, ist verhältnismäßig schon teuer im Gegensatz zum Rucksack. Aber ich dachte, komm, einmal das passende Portemonnaie. Das mache ich nicht oft, dass ich das passende Portemonnaie dazu kaufe zum Rucksack. Aber hier habe ich es gemacht, was mir noch vorher nicht aufgefallen ist, falls ihr euch mal ein Loungefly Portemonnaie kauft. Die haben keinen Münzhalter. Die haben nur Karten- und Scheinhalter. Das ist wohl so, weil in Amerika keiner mehr mit Bargeld rumläuft und die kein Münzfach brauchen. Also hier hinten habt ihr nur dieses Loungefly-Logo und kein Münzfach. Das fand ich ein bisschen schräg, aber ich bin auch so ein notorischer Kartenzahler, also es passt bei mir ganz gut. Und ich finde, es passt perfekt zum Rucksack. Was denkt ihr? Ist es zu kitschig oder kann man das auch schon tragen? Und der zweite Loungefly, der bei mir diesen Monat eingezogen ist, ist dieser Minnie Maus Loungefly Rucksack. Ich habe den schon vorher gesehen bei der Cat, auch im Disneyland im März. Und ich muss sagen, ich fand ihn da schon schön. Aber ich habe gewartet, bis irgendeine Rabattaktion kam. Bei dem Cinderella zum Beispiel musste man schnell sein, der war super schnell ausverkauft. Also bei EMP ist es immer so ein bisschen wie Pokerspielen. Entweder man wartet und man hat Pech. Oder man bestellt sofort und zahlt dann halt mehr drauf. Oder man wartet auf Sale und bekommt ihn günstiger. Das habe ich bei ihm hier gemacht. Da dachte ich, ja, der wird nicht sofort ausverkauft sein. Ich wusste, dass die Cinderella-Kollektion sehr begehrt ist. Deswegen war ich da schnell. Für den habe ich jetzt nur 60 € bezahlt mit den ganzen Rabatten und Rabattcode von meinen Freunden, die es über Instagram gibt. Da kriegt ihr dann nochmal 15%. Cat hat einen Rabattcode und der Daniel, der Disney Parks and More. Also schaut einfach bei den Instagram-Seiten vorbei. Dann könnt ihr den Rabattcode auch nutzen. Und genau, das ist der super süße Minnie Maus Loungefly Rucksack. Und ja, also ich finde ihn einfach süß. Ich weiß, ich habe mal gesagt, irgendwie sind die Loungefly Rucksäcke, seht ihr das? Da ist Minnie drin. Mir ein bisschen zu klein für den Park. Aber muss sagen, den würde ich jetzt auch zu Hause tragen. Ich habe auch so eine Bluse mit so Pumpen, das sieht bestimmt mega aus. Da mache ich demnächst auch mal Fotos mit drin. Und ja, im Park, wenn man dann vielleicht nicht jetzt 5 Outfits dabei hat und nur so einen halben Tag vielleicht im Park verbringt oder so, kann man den ganz gut mitnehmen. Wasser passt rein. Ich habe sowieso mal eine Bauchtasche oder eine extra kleine Handtasche dabei, also Geldbeutel etc. muss ich bei mir nicht rein. Also hier kommen dann so Kamera-Equipment, Snacks, Getränke und so rein. Und dafür ist er, glaube ich, ganz okay. Ich finde ihn auf jeden Fall super schön. Dann, bevor wir zu Shop Disney kommen zum Schluss, muss ich euch noch eine sehr teure Sache zeigen, die ich mir gegönnt habe.
Und hat auch wieder mit Cinderella zu tun. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist diesen Monat Cinderella-Monat. Ich war jetzt nie so der Mega-Cinderella-Fan, aber ich muss sagen, die Sachen sind schon schön. Ich habe mir auch die letzten Mal den Film angeguckt und der war doch schön. Und zwar habe ich mir diese Scentsy-Lampe gekauft. Das ist im Prinzip eine Duftlampe. Da oben kommt dann so ein Wachs rein. Also jetzt ist bei mir schon geschmolzen, sonst sind das so Kästchen, die ihr dazu kaufen könnt bei Scentsy. Und dann macht ihr die Lampe an, dann leuchtet sie und dann schmilzt das. Das wird dann erhitzt, aber nicht zu heiß. Aber dann erhitzt und dann verströmt es einen Duft in eurem Zimmer, wo ihr die Lampe dann stehen habt. Und die gab es dann jetzt auch im April zu kaufen. Die gibt es auch immer noch zu kaufen. Falls ihr Interesse habt an dieser wunderschönen Cinderella-Lampe, dann schaut mal beim Daniel im Shop vorbei. Ich packe euch unten auch den Link zu seinem Shop. Geht dann einfach drauf und dann könnt ihr sie im Shop kaufen. Ich habe dazu verschiedene Düfte gekauft. Falls ihr nicht sicher seid bei den Düften, könnt ihr ihn auch gerne nochmal anschreiben. Er hilft euch bestimmt gerne und er sieht auch so, die Lampe sieht super schön aus, wenn sie eingeschaltet ist. Ihr habt die kleinen Details hier auf dem Glas und ich packe euch auch mal ein Bild hier rein, wie sie, also wenn sie an ist, wie sie dann aussieht. Und dazu, die war auch in einem super schönen Karton. Also allein der Karton, die Verpackung war wunderschön. Da gab es hier noch dieses Bild dazu, wie Cinderella die Treppe runterläuft und es war wirklich super detailgetreu. So, jetzt kommen wir zum Preis. Ich finde sie schon super teuer, also sie war sehr teuer gewesen. Aber da ich ja einige Disneyland Paris Trips canceln musste für die nächsten Monate, hat man da Geld gespart und deswegen habe ich mir die Lampe gegönnt. Und die war 120 Euro. Das lasse ich jetzt im Raum stehen. So, jetzt kommen wir endlich zu Shop Disney. Und Shop Disney habe ich das meiste gekauft. Also wird es noch ein bisschen dauern bis zum Ende. Und zwar, ja, wie der Cinderella, gab es den Cinderella-Schlüssel. Ich packe euch hier auch ein Bild rein, damit ihr den besser sehen könnt. Ja, es gab den Cinderella-Schlüssel und wie das bei Shop Disney jetzt zurzeit ist. Wenn ihr was im Wert von 20 Euro an dem Tag kauft und diesen Code eingibt, der dann immer unterschiedlich ist von Schlüssel zu Schlüssel, kriegt ihr den gratis dazu. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau bestellt habe dazu. Ich habe einiges hier liegen. Genau. Also es gab den Cinderella-Schlüssel und ich habe bei vielen gesehen, dass die oft eine Macke hatten. Bei meinem geht's jetzt. Ja, dann gab es letzte Woche den Elsa-Schlüssel. Wie gesagt, den musste ich nicht direkt bestellen. Er hat die liebe Christine aus der Community. Also sie wollte eh bestellen, hat mich gefragt, ob sie mir einfach mitbestellen soll, weil sie ihn nicht braucht. Da dachte ich, oh ja, danke. Und jetzt kommt auch noch nächste Woche der Star Wars Schlüssel. Oh, da muss man wieder was mitbestellen. Dann demnächst wieder die Minnie Mouse Main Attraction. Und dann kommt bestimmt auch wieder ein Spirit Jersey. Also die machen das immer im Wochentakt was Neues. Damit du immer was mitbestellen musst und damit die ihr Lager leer bekommen. Also im Moment häuft sich sehr bei Shop Disney. Ja, dann hat Shop Disney eine neue Kollektion rausgebracht. Ja, und ich habe wieder zugeschlagen. Ja, ich habe bei der Castle Collection zugeschlagen. Ich bin ja jetzt nicht der Pinsammler. Aber ich muss sagen, also es gab, wie viele Sachen? Es gab ein Ornament, es gab das Schloss als beleuchtetes Schloss, aber sieht eher für mich aus wie ein Spielzeugschloss. Dann gab es ein Pin, eigentlich noch ein Puzzle, aber das gab es bisher noch nicht online. Und den Rahmen. Ich glaube, ach so, und ein Notizbuch. Also es gibt einige Sachen, viele gibt es auch noch online, außer den Pin. Ich hoffe, ihr könnt den jetzt sehen. Genau, es gibt 10 verschiedene Schlösser zu kaufen in der Kollektion. Und von jedem Schloss gibt es halt diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Ich werde mich aber nur auf die Pins konzentrieren, weil es sonst zu viel wäre. Der Pin hat 25 Euro gekostet. Und der Rahmen, jetzt muss ich mal auf meinen, hat 65 Euro gekostet. Ja, ist schon teuer am Anfang als Investition. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr die Spiegelung von der Lampe nicht seht. Aber er ist super hochwertig. Ich finde, er sieht klasse aus. Der Pin ist auch sehr hübsch. Mal gucken, ob ich das aufkriege. So, und zwar, ich mache euch noch mal ein Bild. Ich zeige euch noch mal ein Bild von dem Pin, was ich auf Instagram gepostet habe. Kann man die Pins dann so aufmachen? Und dann habt ihr da so ein paar Szenen von dem Film. Das ist jetzt Cinderella.
Und es kommen einige andere Filme wie Elsa, also Frozen, Mulan, Dornröschen, Schön und das Biest, Ariel. Ja, also ich muss sagen, es ist es mir wert und es wird die einzige bisherige Pin-Kollektion sein, die ich dann sammle. Aber ich finde auch den Rahmen so schön, weil er sehr dekorativ ist. Und ja, es ist natürlich teuer, aber es war jetzt eine Einmalinvestition mit den Rahmen und jetzt sind es halt nur die Pins, die jeweils dann 25 Euro kosten. Dann gab es eine Aktion, muss ich erstmal den Rahmen hier abstellen und das, was kaputt geht. Und jetzt kann ich auch endlich an die Wand hängen, Daniel, ne? Daniel nervt mich schon seit Wochen. Hast du ihn jetzt in den Rahmen an die Wand gehangen? Nein, ich muss ihn erst im Hall zeigen. Ja, demnächst werdet ihr auch nur die Pins sehen ohne den Rahmen. Und dann werde ich auf Instagram mal die Fotos posten mit Rahmen am Ende, wie es am Ende aussieht. So, dann gab es einen tollen Rucksack, Mickey-Rucksack, den gab es in der Aktion. Normalerweise hat er 29 Euro gekostet, aber ich glaube, wenn ihr für 15 Euro was mitbestellt habt, habt ihr den für 10 Euro bekommen. Und das muss ich sagen, ist ein super Deal. Ich finde ihn super süß mit der Mickey überall und er ist dunkel, also kann dreckig werden. Das ist ja bei hellen Rucksäcken immer das Problem, weil man stellt ihn ja im Disneyland, wenn man mal hinfährt, überall auf dem Boden ab, weil er auch irgendwann schwer ist und man will den halt mal abstellen. Und dann wird er nicht so schnell dreckig. Natürlich wird er dreckig, aber man sieht es halt nicht bei der Farbe. Und ich muss sagen, es war eine richtig tolle Aktion bei Shop Disney. Ja, dann hat Shop Disney mir einige Sticker mit reingelegt. Jetzt macht der eine schon den Abgang. Und die wollte ich zusammen mit euch aufmachen. Schauen wir mal, was wir hier so drin haben. Ta-ta-ta-ta. Wenn man das nicht aufkriegt, ist auch doof, ne? Ich muss sagen, diese Sticker sind schon süß. Was haben wir hier? Merida. Was haben wir hier? Ah, küsst den Frosch. Was haben wir zwei? Dann die Beine von Aurora. Sehr strange. Dann, ah, Rapunzel. Das ist süß, das Bild von ihr, finde ich. Und eine Holokarte mit Ariel. Die ist auch süß, finde ich. Scheint so schön. So, dann haben wir noch zwei weitere Packungen. Tamti-tamti-tam. Erzählt mal, was macht ihr jetzt gerade so während Corona zu Hause? Habt ihr irgendwas? Ist euch schon langweilig oder habt ihr irgendwelche Beschäftigungsideen? Ich muss ja jetzt auch kreativ werden mit meinen Videos und habe auch schon einige Ideen für die nächsten Wochen, also könnt gespannt sein. Ja, dann haben wir hier Jasmin. Ja, ist ganz okay. Oh, Belle von einer meiner Lieblingssongs mit den Vögeln und so, wo die dann im Park singen. An ein Teil der sieben Zwerge. Das finde ich irgendwie doof mit diesen Teilen. Weil man ist dann gezwungen, diese Paninis zu sammeln. Aber das macht man. Also ich mache das jetzt nicht mehr in meinem Alter. Ich finde das süß, dass das Shop Disney reinlegt. Aber das mit diesen Teilen ist dann doof, finde ich. Ja, und hier ist das Oberteil von Ariel. Da fehlt anscheinend auch noch das Unterteil. Und eine Holokarte, die ist wieder schön, von Schneewittchen. Und die letzte Packung. Ja, falls ihr noch Videowünsche von mir habt, könnt ihr gerne unten kommentieren. Also ich bin immer offen für Anregungen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Ideen für die nächsten Wochen. Ein Jahr, weiß ich nicht, wird schwierig. Ich hoffe, das Disneyland hat nicht so lange zu. Ja, jetzt haben wir hier eine Glitzerkarte von Jasmin. Oh, die ist okay. Dann haben wir hier. Das ist komisch. Das ist irgendwie Belle, aber ich weiß nicht, wer die zweite Person ist neben Belle. Dann die Feen von Dornröschen, wie sie in der Szene, wo sie das Kleid für Dornröschen selbst nähen wollen. Und dann eine Ariel-Karte, die ist auch ganz süß. Und eine Holokarte von Merida. Jetzt nicht der Mega-Merida-Fan, aber ist okay. So, langsam tut mein Hintern weh. Dann gab es natürlich auch wieder neue Spirit-Jerseys bei Shop Disney, wie auch zu erwarten war. Ich habe zwei bestellt und zwar einer davon ist dieser super schöne Stitch Spirit Jersey. Ich muss sagen, ich finde die Farben super schön. Einige sagen, es sieht aus wie Kuhflecken. Die anderen sagen, es sieht aus wie ein Pyjama. Egal, ich finde ihn toll. Aber auch super schnell ausverkauft, muss man sagen. Also, wenn ihr wissen wollt, wenn es Spirit Jerseys gibt bei Shop Disney,
folgt mir auf Instagram und guckt immer meine Stories, weil ich das immer direkt poste, nachdem ich bestellt habe. Poste ich den Spirit Jersey in meiner Story. Wie gesagt, der war hier, glaube ich, innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Den anderen, den ich euch zeige, den gibt es, glaube ich, noch. Aber ihr müsst halt schnell sein bei diesen Spirit Jerseys. Und hinten habt ihr Stitch mit einer coolen Sonnenbrille und Ohana. Also ich muss sagen, ich finde ihn super schön. Und das ist auch der erste Spirit Jersey mit Stitch. Da bleiben wir auch bei Spirit Jerseys. Der zweite, den ich mir dann bestellt habe, ist der Mini Spirit Jersey. Das ist hier der. Und den finde ich auch super schön. Viele haben mir dann auf Instagram geschrieben, als ich ihn gepostet habe, oh, der schreit ja Simone. Ne? Also der ist wie für mich gemacht. Ich muss sagen, ich finde ihn auch wie für mich gemacht. Und hinten habt ihr stehen Minnie Mouse Forever. Ist jetzt nicht der klassische Spirit Jersey Schriftzug, aber ich finde ihn trotzdem wunderschön. Und der hat natürlich auch 60 Euro gekostet. Ja, danke Shop Disney fürs Pleite werden. Genau, dann habe ich mir noch eine Loungefly-Tasche bestellt bei Shop Disney. Deshalb musste ich mir, die habe ich glaube ich mitbestellt bei dem Schlüssel, bei dem Cinderella-Schlüssel. Da muss man ja irgendwie suchen, was man mitbestellt. Und ich hatte schon lange mit ihr geliebäugelt und ja, da ist sie. Eine Crossbody-Loungefly-Tasche. Und wie ihr sehen könnt, ist Mini da auch drauf, aber ganz versteckt. Also ganz dezent die Tasche. Von weitem sieht man das gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin verliebt. Also die Farbe ist genau meins, wie ihr sehen könnt. Ich liebe ja rosa. Und auch die Ohren. Ich muss sagen, die Small World-Ohren sind einer der schönsten Ohren bisher aus der Kollektion. Und die Tasche ist auch super für mich. Und die passt auch super zu dem Rock, den ich euch im letzten Haul gezeigt habe, aus dem Disneyland. Und ich finde den, die ist super schön. Die hat 50 Euro gekostet, glaube ich. Zumindest. Ja, 49. So, jetzt kommen wir auch zu den letzten zwei Sachen aus Shop Disney. Die habe ich mitbestellt mit den Ohren, damit ich mir die Versandkosten spare. Und zwar einmal diese Schüsseln aus der Eats-Kollektion. Die sind aus Plastik. Aber kann man in die Spülmaschine tun. Das ist mir immer ganz wichtig. Darauf achte ich bei Shop Disney. Weil es gibt viele Tassen und Geschirr, was man dann nicht in die Spülmaschine tun kann. Und dann bestelle ich es gar nicht, weil ich packe alles in die Spülmaschine. Ich bin nicht so der Handabwascher. Deswegen, aber die kann man in die Spülmaschine tun. Und die sind auch super süß mit dem Pastellton und dem Eismotiv, Mickey Mini. Und die haben 15 Euro gekostet. Die gibt es, glaube ich, auch noch. Und das zweite, was ich mir mitbestellt habe, ist diese Auflaufform. Ist jetzt nicht die weltgrößte Auflaufform, aber so für ein, zwei Personen finde ich sie ganz gut von der Größe her. Natürlich, wenn man da den Auflauf reinmacht, sieht man jetzt Mickey und Minnie nicht. Aber es geht ums Prinzip. Und hier an der Seite habt ihr auch diese süßen Ice Cream Mickey Heads Muster drauf. Und die hat auch 15 Euro gekostet und ich finde sie sehr süß. Und ist natürlich auch spülmaschinenfest, was mir dann wieder wichtig war. Wenn bei Shop Disney irgendwas mit Goldrand oder so ist, dann ist es leider nicht spülmaschinenfest. Das war's. Mensch, das ging ja schnell hier im April. Habe ja so wenig gekauft. Ah, jetzt kann ich es endlich auch wieder verräumen. Darauf warte ich immer nach dem Haul, dass ich endlich die Sachen irgendwo da, wo sie hingehören, hinpacken kann und auch jetzt den Rahmen mal aufhängen kann. Daniel, ja, ich schicke dir auch ein Bild. Genau, also meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Mal wieder bei meinem Haul dabei gewesen zu sein. Ich freue mich immer über eure Reaktion auf Instagram, wenn ihr postet, dass ihr meine Videos guckt. Ich freue mich über jede Story, die ihr macht, wo ich erwähnt werde. Das zeigt, wie interaktiv ihr seid mit mir und ich freue mich wirklich sehr über jeden Einzelnen, der kommentiert, der liked, der es in der Story postet. Und ja, vielen Dank dafür. Das wollte ich jetzt auch mal erwähnt haben. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.